Heute Merkels Krönungszeremonie. Wenn mir jemand gesagt hätte vor einigen Jahren, dass jemand die Grenzen öffnet, all das, was in dieser Zeit passiert ist, praktisch die Hoheit über das Bundesgebiet Deutschland aufgibt, Millionen einströmen lässt, ohne Kontrolle, ohne Überprüfung, wer da reinkommt, mit allen Problemen, die damit zusammenhängen, und hinterher trotzdem wieder zum Kanzler wird, hätte ich das für ausgeschlossen gehalten, aber offenkundig spielt nichts mehr eine Rolle. Man kann mehr oder weniger machen, was man will, um trotzdem in der Macht zu kleben. Die Umfragen waren eindeutig vor der Wahl. Ein großer Teil der Bevölkerung wollte Merkel nicht mehr als Kanzlerin. Jetzt haben sie doch wieder. Also irgendwie scheint es mit den Wahlen doch nicht so wahnsinnig viel zu verändern. Warum auch, sonst wird es die ja auch nicht geben.